So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind auf der Drachenkopfinsel gelandet, nachdem ja doch eine ganze Menge passiert ist im letzten Part. Wir haben die Kranzruinen in Kakariko untersucht. Und das hat dazu geführt, dass wir eben hier das Gebiet über Firone genauer unter die Lupe nehmen konnten. Und es ist nur ein Belohnungsschrein. Cool. Nehme ich. Oh, nice. Ja, und jetzt bin ich umso mehr gespannt, ob wir jetzt hier in irgendeiner Form mit Minero zu tun haben werden. Also schauen wir uns hier mal um. Auf der Drachenkopfinsel. Die ja, so viel ahnen wir schon, die fünfte Weiße ist. Und was wir ja schon gesehen haben, was wir ja schon gesehen haben in unseren, oh geil. Was wir ja schon gesehen haben in unseren Erinnerungen, ist, dass Mineru in unserem Pad drin ist. Also das müsste dann ja eigentlich. Na? Das müsste dann ja eigentlich, wenn, vielleicht lösen wir irgendwas aus, sodass sie hier rauskommt und sich dann als Weise zeigt oder so, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Okay, hier muss ich bestimmt das Pad rein. Ja, okay. Let's go. Das geht jetzt nach Herzen. Okay, wie viel brauche ich? Das wird ja wohl hoffentlich reichen, was ich zur Verfügung habe. Deswegen ist hier auch die Statue. Es hat locker gereicht. Sehr geil. Okay. Jetzt wird es spannend. Ja, jetzt wird es sehr interessant. Ach was. Link, Zeldas auserkorener Ritter. Bitte bringe dies an den Ort, zu dem das Licht dich führt. Das war Minero. Weisung aus uralten Zeiten. Dieses Ding soll ich jetzt nehmen und an den Ort bringen, zu dem das Licht mich führt. Okay. Ach, guck mal hier, kriegen wir erstmal. Erstmal Gamba spielen. Ich und meine Tastenbelegung, es ist.
Ja, okay. Also hier kriegt man auf jeden Fall die Sachen, die man braucht, um ein Flugzeug zu bauen, wa? Ja, wir bauen uns jetzt ein hübsches Flugzeug. Das sollte ja sogar hier in den Dingern drin sein. Ja, genau da. Und Flugzeug ist fertig. Dann kommt der Kollege da drauf. Nein. Und dann kommt noch ein Steuergerät drauf. So. Oh, ich habe das, glaube ich, jetzt daran gesetzt. So, aber wenn wir schon Raketen haben, dann können wir natürlich auch erstmal ein bisschen loslegen. Die gehen ja dann recht schnell kaputt. Aber zu welchem Ort will dieses Ding jetzt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber das werden wir gleich feststellen. Sieht das gut aus? Ich denke, wir können starten. Hui! Okay. Hier runter. Ich bin sehr gespannt, wo das Teil hinzeigt, ne? Sturzflug! Wo zeigt das hin? Was ist da unten? Hierhin, okay. Jetzt bin ich ultra gespannt. Einmal mehr. Was jetzt wieder abgeht. Ja, let's go. Gucken wir da runter. Wo sind wir eigentlich gerade? Nur mal so orientierungstechnisch. Ah, okay, I see. Also da waren wir so auch noch nie. Abgrund am Pituotal. Okay, warte mal, wenn das eine Höhle ist. Ist das eine Höhle?
Ja, das zählt als Höhle. Dann gibt's hier so ein Viech. Okay, aber hier scheinbar in dem Abschnitt noch nicht. Wahrscheinlich geht's jetzt hier dann weiter runter. Zack. Und abwärts. Ja, wir nähern uns der Weißen. Alles klar. Zeldas auserkorener Ritter. Beeile dich. Du und ich müssen uns so schnell wie möglich treffen. Ich bin am Start. Jo, wo geht denn das jetzt hin? Warte, geht das in den Untergrund? Ach du Scheiße, das geht in den Untergrund. Ach du Scheiße, das geht in den Untergrund. Jo, das geht sowas von in den Untergrund. Oh Gott. Okay, er will einen neuen Ort. Wir transportieren den Kollegen weiterhin. Konstruktorium, Alter. Wo plötzlich alles landet, ne? So. Oha. Was ist das denn jetzt? Link, Zeldas auserkorener Ritter. Mein Name ist Minero. Ich bin die Weise des Geistes. Welch Glück, dass du hier bist. Aber du bist doch auch in meinem Gerät drin, oder nicht? Endlich kann ich zu dir sprechen. Leider lebe ich nur noch als Geist. Mein Geist benötigt ein neues Gefäß, um von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen zu können. Vier Fabriken sind von hier aus zu erblicken. Ach was. Ich habe Dungeon Vibes. Bitte begib dich zu allen Vieren und baue einen Körper für mich. Okay. Dies ist meine Bitte an dich, Link. Zeldas auserkorenen Ritter. Wir haben doch in der Vergangenheit gesehen, wie Zelda sagt, so viel Glück, Minero, und dann so ein Geistding in dieses Purapet-Teil reinschickt, ne? Also irgendwie ist da doch dann auch was abgegangen. So, jetzt löse ich erstmal diese Wurzel aus, dass wir hier Licht bekommen. Jo, krass, wir haben wieder einen Abschnitt im Untergrund. Ey, es ist so krass, was hier alles jetzt noch abgeht plötzlich. Damit hätte ich nie gerechnet. Es ist so krass. Und den Ort kann man aber jetzt wahrscheinlich auch nicht normal finden. Na, also das ist wahrscheinlich auch abgetrennt von allem anderen. Na,
Also das sind halt wirklich Sachen, womit ich nicht überhaupt... Also da, ich habe davon nichts gewusst. Das ist schon... Oha, hier gibt es richtig viele Seelen. Oha. Okay, hier gibt es aber nicht nur Seelen, hier gibt es auch aufs Maul. Wieder so 3 Millionen Wege, ne? So überall könnten Secrets sein und oh Gott. Schauze. Oh je, oh je. Hier oben ist natürlich auch nochmal Stuff. Da müssen wir gleich mal reingucken. Aber erstmal auf die andere Seite. Mal auf der einen Seite, was da so drin ist, ne? Wobei hier geht's auch. Alter, hier geht's immer noch höher. Scheiße. Das ist nicht gut. Achso, hier komme ich nur wieder hier runter. Ja, das. Okay, hier oben ist definitiv was. Gut, dass wir hierher sind. Willkommen im Konstruktorium. Wie lange ist es her, dass ich zuletzt hier Besuch empfangen konnte? An diesem Ort werden Bauteile aus Fabriken im ganzen Land zu Baukonstrukten zusammengefügt. Die hier hergestellten Apparaturen werden dann zur Drachenkopfinsel gebracht. Meine Aufgabe hier ist es, den Empfang der Komponenten aus den verschiedenen Fabriken zu beaufsichtigen. Und anschließend achte ich darauf, dass der Zusammenbau fehlerfrei vonstatten geht. Leider liegt momentan der ganze Betrieb lahm und daher habe ich derzeit auch keinerlei Aufgaben zu erfüllen. Das Problem scheint zu sein, dass keine Bauteile mehr aus allen unseren Fabriken hier eintreffen. Ja, ich muss alle Fabriken... ja, wieder einschalten scheinbar. Okay, und hier sieht man die einzelnen Teile. Ach krass, ey. Oh, Truhe. Okay. Können wir hier ersetzen. Und was haben wir hier? Yo, nice. Da fliegt der Topperstab einmal raus.
Jetzt ist halt die Frage, geht's noch höher? Und die Antwort lautet ja. Es geht noch höher. Geht's noch höher? Ja. Ja moin, ja moin. Alter. Okay, so, die haben wir ausgelöst. Hier sind jetzt die verschiedenen Fabriken. Puh. Ja dann, fliegen wir mal zur ersten Fabrik, würde ich sagen. Das ist die nächste. Gucken wir uns die halt mal an. Ob das jetzt große Räume sind, ob das jetzt kleine Räume sind, ob das jetzt riesige Dungeons werden, so was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Fabrik linkes Bein. Ach du Scheiße. Aber ich habe halt auch keine Dungeon-Karte, also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ist das alles? Muss ich hier nur was auslösen? Oh shit. Oh nee. Ich muss jetzt dieses Teil... Ach du Scheiße. Ich muss jetzt dieses Teil sozusagen transportieren, hier wieder rausbringen. Okay. Gut, das war interessant. Jetzt muss das Ding runtergelassen werden, scheinbar. Okay, hier gäbe es wieder Stuff. Wahrscheinlich Raketen und so Zeug. Da sieht nach Miasma aus, da gehen wir gar nicht weiter. Okay, ich muss den Kollegen drehen. Ist das die richtige Richtung? Oh, das sitzt aber nur... Also jetzt nicht so gut. Da fehlt was, ne? Ja, okay. Was hat mir das denn jetzt gebracht, hä? Okay, wir können ja mal gucken, was hier alles so kommt. Wasser kommt hier. Bringt mir jetzt nicht so viel. Okay, da müsste ich dann einfach wieder rüber. Okay. Okay, was
soll ich denn jetzt da oben? Da ist wieder so ein Ding. Was dann halt da hochfährt. Aber was will ich da oben am Ende? Da ist eine Truhe. Okay, da will ich an sich gerne rein. Was ist das? Oh, ist einfach so ein Sonanium dran. Okay, cool. Ach, das ist so ein Wagen. Okay, jetzt pass auf. Kann ich den über mich setzen? Ja, das gut hat bedingt funktioniert. Großes Szenario. Na gut, dann gehen wir halt so wieder zurück. Okay, was will ich jetzt hier oben? Wozu würde man hier hochgehen? Ich verstehe nicht, was mir das bringen soll. Wenn ich hier oben wäre. Weil offensichtlich bringt mir das gar nichts. Oh, okay. Also wollen wir da gar nicht hoch. Also wollen wir einfach nur irgendwie jetzt dieses Ding hier hochbekommen. Okay, ich hätte eine Idee. Ich meine, es hat ja schon so ein bisschen die Form von einer Rampe, ne? Und wenn hier schon Raketen rumliegen und es da so eine große Öffnung ist. Dann wird es wohl so gedacht sein. Dass man den Kollegen hier mit einem ordentlichen Boost. Einfach mal nach Timbuktu schickt. Yes! Nice. Sehr cool. Na, dann haben wir es doch jetzt. Bringe ich das jetzt hin? Einfach zu ihr? Oha, hä? Ah, das setze ich jetzt da ein. Ich verstehe.
Oha, krass. Hä, aber dann wird sie am Ende voll so ein Roboterviech. Der erste Schritt ist getan. Bitte bring mir auch die verbleibenden 3 Teile. Link. Am Ende kämpfe ich dann erstmal gegen die, oder was? Alter. Ah, super. So, warte mal. Gegen Miasma-Gegner. Master-Schwert. Aua. Aua. Ich sehe gerade nur noch die Hälfte, weil mein Fernseher sich abschalten will. Jetzt sehe ich wieder mehr. Nice. Und vor allem das Masterschwert hat immer noch seine Fähigkeit, seinen Zusatz. Ne? Das muss man mal auch dazu sehen. Schon cool. Hier gar keinen Stress, hier das Master-Schwert. Schön Sonanium mitnehmen. Wunderbar. Okay. Ja, ich denke, eine Fabrik schaffen wir noch. Ich hoffe nur, die werden alle nicht jetzt plötzlich länger. Allerdings sehe ich bei den anderen so ein bisschen die Probleme, da erstmal hinzukommen. Aber gut. Jetzt laden wir erstmal hier wieder unser Zeug auf. Ich kann natürlich auch, fällt mir jetzt erst ein. Entschuldigung. Wieder meinen Miasma-Schutz hier unten anziehen. So, wunderbar. Wunderbar. Also da müssen wir jetzt hier irgendwie rüberkommen, ja? Ah, das geht über die Wurzel. Oh mein Gott. Das geht über die Wurzel. Ja, ja. Jetzt wird mich das hier schon wieder reizen, hier mich umzugucken. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich bin nicht für Open-World-Spiele gemacht. Es ist, wenn so viele Sachen möglich sind, es ist so schlimm. Linker Arm. Oh Gott, ich will jetzt schon gar nicht wissen, was ich hier alles wieder auslösen darf und muss und kann. Und oh Gott. Let's go. Okay, also ich muss irgendwie da wieder außen rumkommen. Jetzt hier ab. Shish. Ist nur dieses Ding. Kann ich? Oha. Kann ich auf dem Teil entlang fahren oder was? Vorstellen.
Da hat er trotzdem keinen Antrieb jetzt, ne? Ja, der hat ja keinen Antrieb, also. Ich weiß nicht ganz. Wofür verliere ich denn jetzt eine... Ach, für den Quatsch. Oh, warte. Ich wollte gerade sagen, das bleibt doch jetzt nicht oben. Okay. Also zwei hätte ich jetzt. Zweimal Antrieb. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte nur dazu sagen, bevor jemand denkt, ich bin dumm. Und sehe das nicht, dass das nichts wird. Was ist, wenn der aufhört, sich zu drehen? Was passiert dann? Da ist eine Truhe dran. Auch interessant. Na gut, wir fahren mal eine Runde. Es geht tatsächlich. Oha. Oha, krass. Okay. Was ist jetzt das Problem? Oh. Oh. Jetzt muss ich den drehen. Also, okay, hier wollen sie jetzt sozusagen, dass man halt so ein bisschen diese ganzen Bauteile und so ausprobiert. Ja? Das wird sehr interessant mit den kommenden Fabriken. Das wird noch sehr interessant. Oje, oje. Wer bis hier das Konzept vom Bau noch nicht verstanden hat, hätte jetzt hier ein gewaltiges Problem. Hä, was ist denn jetzt? Hängt an dem Kollegen jetzt oder was? Mach dich mal weg da. Sonst sah das doch gut aus eigentlich. So wird das nix. So. Jetzt, jetzt geht's hier eine Leiter hoch. Cool. Okay. Da vorne ist eine Truhe.
hätte ich gerne. Wie komme ich daran? Ah. Wie komme ich an diese Truhe? Ich habe nichts, womit ich darüber gleiten kann. Also das wird mit, also mit meiner Fähigkeit wird das nicht reichen, oder? Oder kann ich hier dran klettern? Oh, never mind. Und hier scheinen meistens so Bauteile zu beinhalten. Okay, jetzt komme ich einfach wieder zurück. Alles klar. Ah, jetzt muss ich hier... irgendwie die Räder ranhängen oder was? Was genau ist denn jetzt hier die Mission? Ich dachte, ich muss das Ding da machen. Ah, jetzt, ja. Passt. Mit der Truhe? Ne, das war nicht der mit der Truhe. Wo ist denn der mit der Truhe? Ach, hier. Nice. Wir sind jetzt draußen, ne? Hier ist der Ausgang. Ja, okay. Na, das heißt, es fehlt nur noch der Ventilator. Let's go. Oh, ist verkehrt rum. Macht nichts. Wo verliere ich Energie gerade? Man gar nichts, ne? Nee, fällt gerade auf.
Oh, ist das cool. Okay, das war cool. Okay, doch, das war schon sehr cool, der Weg hierher. Nein. Ja. Nice. Okay, 2 von 4. 2 schon sind versammelt. Jo. 2 Stück verbleiben noch. Jo. Aber ich mache hier erstmal Schluss. Wir haben ja doch noch einiges vor uns. Das war noch nichts mit Finale. Haha. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war eine sehr interessante Aufnahmesession. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich mit Mario Wonders mache. Das bringt meine Pläne komplett durcheinander. Und tschüss.